Wir haben herausgefunden, dass die sogenannte Kushana-Schrift dazu benutzt wurde, eine bislang unbekannte iranische Sprache schriftlich festzuhalten. Also mit anderen Worten, wir haben die Schrift entziffert. Das Kushana-Reich hatte seine größte Ausdehnung ungefähr zeitgleich mit dem Höhepunkt der Macht des römischen Imperiums. Das heißt, zeitlich bewegen wir uns in den ersten Jahrhunderten nach Christus, 100 nach Christus, 200 nach Christus, und räumlich befinden wir uns in Zentralasien und Nordwestindien. Wir wissen deshalb so wenig darüber, weil Geschichtswissenschaft hier bei uns im Westen eigentlich sehr eurozentrisch geprägt ist. Das heißt, man schaut sich immer nur griechische und römische Autoren an und vernachlässigt völlig authentische Quellen aus der Region. Und der zweite Grund ist eigentlich der, dass das meiste, was damals geschrieben wurde, wahrscheinlich auf organischem Material geschrieben wurde. Das heißt Palmblätter oder Birkenrinde, und organisches Material verfällt eigentlich sehr schnell. Das heißt, da hat sich fast nichts erhalten. Die Kuschana-Schrift wurde erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckt. Von dann stammen die ersten Publikationen. Danach hat man jahrzehntelang daran gearbeitet, vor allem in Russland und in Frankreich, aber ohne größere Erfolge. In erster Linie muss man betonen, dass wir so einen großen Durchbruch zuletzt in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder hatten, mit der sogenannten mykenischen Schrift, die von britischen Kollegen entziffert wurde. Für die historische Linguistik ist die Entdeckung sehr wichtig, weil sie hilft, zum einen eine chronologische Lücke zu schließen, zum anderen eine geografische Lücke. Zum chronologischen muss man sagen, dass wir sehr viel besser Bescheid wissen über die Zeit davor in der betreffenden Region, über das zweite vorchristliche Jahrtausend. Und wir sind gut unterrichtet über die Zeit danach, aber nicht über die Situation im zweiten, dritten Jahrhundert nach Christus. Andererseits wissen wir auch sehr viel besser Bescheid über den Mittelmeerraum, das ist ja die Zeit des Römischen Kaiserreichs, über andere wichtige Kulturräume der betreffenden Zeit wissen wir sehr viel weniger. Und diese Entdeckung wird uns helfen, hier mehr Informationen zu bekommen. Wie sind wir vorgegangen? Also, wenn man eine Schrift entziffern möchte, ist es eigentlich klug, sich daran zu halten, was andere schon gemacht haben mit anderen Schriftsystemen. Und nachdem wir wussten, wie viele Schriftzeichen es ungefähr gibt, konnten wir dann auch eine Schätzung machen, wie das Schriftsystem ungefähr funktionieren würde. Das heißt, wenn man das gemacht hat, dann geht man zu einem zweiten Schritt über. Man macht eine sogenannte distributionelle Analyse. Das ist eine spezielle Analyse. Man sucht nach parallelen Zeichensequenzen in verschiedenen Inschriften. Im besten Falle hilft einem dabei ein paralleler Text, das heißt eine sogenannte Bilingue oder Trilingue, das heißt ein Text, der ungefähr den gleichen Inhalt hat, aber zwei oder drei verschiedene Schriften und Sprachen. Das war bei den ägyptischen Hieroglyphen der Fall, das war auch indirekt bei der altpersischen Keilschrift der Fall, und das war auch hier bei der Kuschana-Schrift der Fall. Das heißt, wir hatten parallele Texte und wir wussten, dass die Elemente, die in diesen parallelen Text vorkommen müssen, auch in unserer Schrift auftauchen würden, sehr wahrscheinlich. Und Schritt für Schritt haben wir dann immer neue iranische Wörter lesen können. Und nach hat sich das Bild ergeben, dass die Sprache iranisch war und dass die Schrift eben für diese Sprache offenbar benutzt wurde. Und Schritt für Schritt hat sich dann immer mehr das Puzzle zusammengesetzt.